turbulenter Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt, aber auch an der Börse Stuttgart ist heute jede Menge geboten. Wie Sie vielleicht im Hintergrund sehen, sind jede Menge Besucher heute hier in Stuttgart bei uns zugange, denn wir haben Tag der offenen Tür und viele nutzen das Angebot und sind bei Führungen und Börsenvorträgen momentan hier im Börsengebäude anzutreffen. Ja, für die Börsianer war der Börsenstart allerdings nicht ganz so gut. Der DAX ist wenige Minuten nach der Eröffnung bereits auf sein Tagestief gefallen bei 5.289 Punkten. Die europäische Schuldenkrise zieht wieder ihre Kreise. Man macht sich einmal mehr große Sorgen um Griechenland, nachdem bekannt wurde, dass das Land in diesem Jahr seine Sparziele eben nicht erreichen wird. Die Troika ist noch im Land und wird nun in Kürze darüber entscheiden, ob die nächste Kredittranche ausgezahlt wird oder eben auch nicht. Und manche Börsianer macht sich schon Sorgen, dass es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall in Griechenland kommen könnte. Aber das sind wirklich nur einige, die sich hier Sorgen machen. Andere sagen, das wird schon alles wieder gut gehen. Aber die Verunsicherung, die ist eben durchaus zu spüren. Der DAX am späten Nachmittag immer noch mit einem Abschlag von über 2% oder 110 Punkten bei 5.390 Zählern. Ja, die Anleger in Stuttgart, die waren allerdings im Laufe des Tages doch relativ optimistisch. Man hat immer wieder auf steigende Aktiennotierungen spekuliert. Der EUWAG Sentiment Index, also unser Stimmungsbarometer, trug ein grünes Vorzeichen und die Anleger haben damit ja auch zum Teil recht behalten. Der DAX hat sich von seinem Tagestief doch deutlich entfernt. Nun, am späten Nachmittag sieht man ein eher ausgewogenes Verhältnis. Optimisten und Pessimisten halten sich sozusagen ja, die Waage, muss man sagen. Man sieht den Stimmungsindikator nahe der Nulllinie. Ja, gute Zahlen hatten wir heute Nachmittag noch aus den USA bekommen. Der ISM Einkaufsmanager-Index lag über den Erwartungen. Das hat dem DAX geholfen anzusteigen und das hat auch den amerikanischen Börsen geholfen, denn sie waren vorbörslich doch noch deutlich im Minus, konnten dann aber mit den guten Zahlen zulegen. Ja, die großen Verlierer heute auch wieder Finanzwerte. Die Commerzbank aktuell führt die Verliererliste an mit einem Abschlag von 6%. Der Euro heute auf einem 8-Monats-Tief bei 1,3310 gewesen. Am Nachmittag leichte Erholung, da sind wir bei 1,3330 wieder zu sehen. Aber eben, man macht sich Sorgen um Griechenland und das macht sich auch bei der europäischen Gemeinschaftswährung durchaus bemerkbar. Und hier werden die Notenbanken FED und EZB in den nächsten Tagen sicherlich noch für Bewegung sorgen. Darum haben Anleger, die hier engagiert sind, auch den Dienstagabend und auch den Donnerstag mit der Sitzung der EZB ganz fest im Visier.